Ich habe dich gesehen gestern. Ich weiß. Was soll ich sagen? Es tut mir leid. Es tut dir leid. Ich hatte mir halt überlegt, eine Affäre mit ihm anzufangen. Bevor ich überhaupt wusste, dass du was mit ihm hattest. Und jetzt ist es doch auch Meinst einfach. du wirklich, dass wenn du monatelang mit meinem Ex-Freund schläfst, dass es mir weniger wehtut, wenn ich nichts davon weiß? Habe ich doch gar nicht gesagt. Jetzt komm mal bitte runter von deinem moralischen Ross. Moralisches Ross? Das ist jetzt nicht das erste Mal. Nee, aber. Siehst du? Da sind wir uns doch einig, dass du hier in einem ganz gewissen Muster handelst. Das riecht nach Therapie. Was heißt das? Was das jetzt heißt, fassen wir doch mal zusammen. Dass Philipp, mein Ex, Flicky, der Nerd aus der IT, Manuel, oh, Benny vom Couchsurfing, mein Nachbar Kaspar. Paul, Was? wollte ich dir schon längst sagen, aber Du bist echt unglaublich. und jetzt, ich kann verstehen, wenn du Übers Knie sollte man dich legen. ja. Ganz genau. War es nie. Doch. Das meinst du nicht ernst? Doch. Nein. Doch, komm her. Nein. Komm schon. Was wird das jetzt? Los, sag es. Was denn? Ich bin eine miese Freundin. Ich gönne dir nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Ich werde nie wieder auch nur jemand anschauen, der mir gefällt, mir gefiel oder gefallen könnte. Los, sag es. Ich bin eine miese Freundin. Ich gelobe Besserung. Ehrlich. Eins. Mann, du hast aber auch so einen Zwei. Scheiß an Männern. Ich kann doch nichts da. Drei. Oh Mann, das ist echt unangenehm. Jetzt hör mal auf. Bitte, bitte, bitte. Vier. Hör auf. Das ist echt nicht. Ja. Bitch. Du kommst echt in die Hölle für Alleinerziehende. Darauf kannst du dich gefasst machen.